Jo Leute, was geht ab? Ich bin Sam auf meinem Kanal und in diesem Video gibt es mal wieder ein krass, sozusagen ein Update. Und zwar, ihr seht hier TNT, wir haben einen extra Battle Pass. Ihr seht hier den TNT Battle Pass und in diesem extra Battle Pass kann man auch richtig krasse gratis Items freischalten, wie zum Beispiel hier diese Emotes, hier zack, ein Bassinstrument. Tag, ein Levelaufstieg, Ninja-Stellung, ein Emote, das ist alles gratis, ein Rücken-Assoir, DMT Pizza, hier ein Levelaufstieg, hier noch ein Tanz von Mikey, zack, raus aus dem Bus und Leute, ihr seht das hier, Oze, ein Tarnung und hier, ihr seht noch Ninja-Stellung, Rev und zack, Turtle, Luftschiff, das ist ein Hanggleiter, kann man auch gratis freischalten. Ihr seht hier unten noch andere Gegenstände. Wie freischaltet man die? Also man muss hier ein Upgrade kaufen. Upgrade kann man für 1000 V-Bucks freischalten. Dann kriegt man die Gratis-Belohnung und plus hier die unteren Belohnungen. Hier kann man auch gratis freischalten. Also mit 1000 V-Bucks den extra Battle Pass. Hier, ihr seht es. Rücken-Assoir, Spray-Motiv, Level-Aufstieg, Spitzhacke, Emote von der Spitzhacke, Level-Aufstieg, hier ein Emote, Rücken-Assoir, Ladebildschirm, ihr seht es hier, die Spitzhacken nochmal, eine andere Spitzhacke in Form und Fortnite-Stil, der Skin, ihr seht es hier, super Schredder, so sieht er aus, sieht auf jeden Fall richtig aggressiv auch aus und ja, wir werden heute auf jeden Fall auch noch Aufträge abschließen. Ihr seht es hier, Splinters Aufgabe, die Oze Auseinandersetzung, Phase 1, und zwar bleibt im Schatten und wir fangen direkt, heute machen wir mal alle Phase 1, bleibt im Schatten Aufträge und wir fangen direkt an mit Leonardo und zwar sein Auftrag, sein zwei Aufträge, wege dich in verschiedenen Matches durch, Kanalisation, Rohre, vor dreimal bekommen wir hier so Punkte. Diese Punkte heißen Oze, also Oze Punkte, also wir bekommen 400 Oze, wenn wir diesen Auftrag abschließen, dreimal. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Und dazu bekommen wir auch hier einen neuen Skin, ihr seht es hier, und zwar Splinter. So Leute, also ich bin hier auf der Karte, ganz genau bei Reckless Railways, ganz genau hier. Hier gibt es ein Kanalisationsrohr und da müssen wir einfach mal reingehen. Ihr seht es, somit haben wir auch 1 von 3. Jetzt starten wir eine neue Runde und gehen ja auch mal wieder rein, die ganze Zeit. Und also dreimal in verschiedenen Matches, also jetzt starten wir ein neues Match, gehen hier nochmal rein. Das Ganze dreimal, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir den Auftrag abgeschlossen haben. Du sagst, es gibt auch einen zweiten, ganz genau hier. Einfach mal reingehen, somit haben wir 2 von 3. So Leute, zack, wir gehen hier ein letztes Mal rein. So, zack, in ein Kanalisationsrohr in verschiedenen Matches. Und zack, somit haben wir auch 3 von 3 und auch somit diesen Auftrag abgeschlossen. Der zweite Auftrag und zwar, füge ihn an Schaden mit schallgedämpften Waffen zu. 500 Schaden, 300 Oze. Und somit haben wir jetzt auch schließe Phase 1 Aufträge ab, um Phase 2 zu erreichen. 1 von 5. Ich habe hier eine schallgedämpfte Waffe, schallgedämpftes Gar. Und ihr könnt einfach den Boards richtig viel Schaden zufügen mit schallgedämpften Waffen. Ihr seht es hier, bei an den Boards wird den Schaden auch gezählt. Wenn ihr keine findet, könnt einfach den Boards, die droppt euch eine mythische schallgedämpfte MP. Und damit könnt ihr richtig krass viel Schaden machen. Ihr seht es hier. Und 500 Schaden, habt ihr den Auftrag auch abgeschlossen, Leute. Somit haben wir auch den zweiten Auftrag abgeschlossen und bei schließe Phase 1 Aufträge ab, um Phase 2 zu erreichen, 2 von 5. Wir machen weiter mit Donatello Aufträge und zwar durchsuche eine Ninja Turtles Vorratslieferung einmal 400 Os und einmal halt und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So Leute, eine Ninja Turtle Vorratslieferung werden jetzt auf der Karte markiert. Ihr seht eine hier lilane, rote, gelbe und also ein orangene und ein blaue und ich würde sagen, ich gehe einfach mal jetzt hier zum orangenen hin, denn es ist direkt hier in meiner Nähe und ihr seht es hier, es wird direkt orange so markiert, das ist ein Vorratslieferung ein Ninja Turtle und wir warten einfach, denn es ist oben und man kann es nicht runterschießen, also müssen wir einfach mal ganz kurz warten. Leute, ihr seht es, so da ist auch Mikey, denke ich, heißt der der gelbe Ninja Turtle Vorratslieferung, ihr seht es hier, dann bekommen wir auch seine Schwerter.
So, ihr seht es, so sieht die Ninja Turtle Vorratslieferung aus. Einfach öffnen. Ihr könnt dann, ihr seht es auch, wir haben auch somit dann den ersten Auftrag abgeschlossen. Ihr könnt ihr auch mit seinen zwei Schwerter auch natürlich super Angriffe machen. Ihr seht es hier, richtig krass animiert wurde das. So sieht das Ganze auch aus. Von Michelangelo, so heißt er. Und ja, Leute, machen wir weiter mit dem zweiten Auftrag. Und zwar nutze die EMP-Tarnvorrichtung einmal. So, Leute, wir müssen einfach Solid Snake und dann EMP-Tarnvorrichtung kaufen. Aber es geht gerade nicht, denn er wurde angegriffen. Darum müssen wir ganz kurz warten, Leute. Solid Snake wurde gerade eliminiert, deswegen ist kein Problem. Wir gehen einfach zu dem anderen NPC. So, Leute, wir sind hier Auftragsschema. Und hier kann man EMP-Tarnvorrichtung kaufen. Kaufen wir einfach mal für 100 Goldbarren. Und wir benutzen es einfach mal, indem wir Cheese-Taste drücken. Und ihr seht, es 1 von 1. Und somit haben wir Danotelli-Aufträge abgeschlossen. Und somit haben wir hier auch 4 von 5, Leute. Machen wir weiter mit Raphael-Aufträge. Und zwar zerstöre Objekte. 200 Objekte, 300 O's bekommen wir. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. So, Leute, das hier sind Objekte, einfach mal zerstören mit eurer Spitzhacke. Ihr seht es hier, einfach mal zerstören, es wird umgezählt. Und das Ganze müsst ihr so lange machen, bis ihr 200 Objekte zerstört habt mit eurer Spitzhacke oder Fahrzeug. Irgendwas. Hauptsache 200 Objekte, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Leute, wir müssen ein letztes Objekt zerstören mit unserer Spitzhacke. Und dann haben wir auch 200 von 200 Objekte zerstört. Zack, somit haben wir den Auftrag auch abgeschlossen. Dann haben wir auch somit schließe Phase 1 Auftrag ab, um Phase 2 zu erreichen. 5 von 5 und haben auch eine Karte bekommen und ein Ladebildschirm, Leute. Und weil wir eine Karte bekommen haben, haben wir auch bei schließe alle Phasen von Splinters Plan ab. 1 von 6. Raphael, zweiter Auftrag, und zwar besuche das Versteck und begib dich nach Osten, 500 Meter. Ja, Leute, das Versteck befindet sich ganz genau hier. Zack. Auf der Karte ganz genau hier. Zack, einfach mal reingehen, Leute. So, wir gehen einfach mal rein und ihr seht, hier sind wir beim Versteck und hier ist Meister Splinter. Zack, ihr könnt einfach mit mir reden, müsst ihr nicht, kennt ihr. Und jetzt sind wir im Versteck drinnen und jetzt müssen wir wieder rausgehen. So, zack. Und jetzt müssen wir Meter nach Osten zurücklegen. Osten ist da. Ihr könnt euch natürlich mit deinem Auto, eine Sekunde. Wir schnappen uns am besten ein Auto. Zack, und fahren nach Osten. Hier, ihr seht es, Osten. So, zack, und ihr seht es, wir legen richtig viel Meter zurück mit dem Fahrzeug hier, Osten. Einfach die ganze Zeit geradeaus fahren. Wenn wir in der Zone sind, ist kein Problem. Hauptsache, wir haben 500 Meter zurückgelegt. Also einfach Versteck reingehen. Zack. Und wir haben uns versteckt in das Versteck. Wir haben es besucht und dann 500 Meter nach außen zurückgelegt. Und somit haben wir Raphaels Aufträge auch abgeschlossen, Leute. Michelangelo, Aufträge, und zwar kaufe Ninja Turtles Waffen bei Verkaufsautomaten. Einmal auf der Karte, ganz genau hier. So, Leute, wir sind jetzt in Pleasant Piazza und wir müssen hier einfach mal runtergehen. Zack, hier ist ein Verkaufsautomat, ein Ninja Turtles verkauft Waffenverkaufsautomat. Wir müssen einfach da hingehen und ein Ninja Turtle Waffe kaufen, aber das gerade nicht mehr vorrätig, weil es ein Gegner schon gekauft hat. Aber wir starten eine neue Runde, gehen hier hin und kaufen eine Ninja Turtle Waffe. Es gibt natürlich nicht nur eine, sondern auch mehrere. So, Leute, gehen einfach mal runter. Hier ist ein Verkaufsautomaten. Wir kaufen uns eine Waffe, Ninja Turtle Waffe, und ihr seht es, somit haben wir den Auftrag auch abgeschlossen. Michelangelo, zweiter Auftrag, und zwar vollführe einen kaum zu schaffenden Stunt auf einem Driftboard. Einmal 300 O's, und Driftboard finden wir bei Reckless Railways. Ich bin jetzt in Reckless Railways. Hier ist ein Driftboard und wir müssen einfach mal Stunt mit dem machen, der kaum zu schaffen ist. So, zack, ihr müsst einfach zum Beispiel einen Backflip machen. Einfach die ganze Zeit Springtaste aufladen, dann einen Backflip machen. Und dann habt ihr auch den Auftrag abgeschlossen, denn ihr habt einen kaum zu schaffenden Trick gemacht. Dann würde ich sagen, kehren wir zurück zur Lobby. Und ja, Leute, wenn wir alle Phase 1 abgeschlossen haben, dann kommen wir einfach mal hier Ninja-Stellung, ein Emote Leo mit seinen zwei Schwertern. Zack, ein Bassinstrument, der Kuro Kabuto. Zack, ein Ladebildschirm, Kowabunga. Und 2300 O's.
Und ja, Leute, dann würde ich sagen, fordern wir es direkt ein. Und somit haben wir auch alle Phase 1 Aufträge abgeschlossen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal, das Glocke aktiv, dass ihr kein Videos mehr verpasst. Dann würde ich einfach sagen, war's mit dem Video und ciao. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.